Goblin an, so ich kann nicht. Winners Final. Eine alte Rivalität aus Gameboy-Zeiten. Super Mario 2. Also wir haben hier einen stabilen Stocklead für Slipknot. Muss aber jetzt auf muss auf Upsmash aufpassen. Genau auf den. Ist da sehr patient. Oh, kein Jump. Ah, kommt trotzdem zurück. Der Bike, er kommt zurück. Oh, kommt auch noch, ja klar. Hard Warft, 130% Back for Kittis. Ja. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem 83%, solider Lead. Wario wird, glaube ich, auch nicht so krass gekommen, wird von diesen Mario Ladders. Oh. Ich habe heute jemand sagen hören, der gesagt hat, dass Whale nicht laddern kann. Whale kann nicht laddern? Das habe ich ganz andere Erfahrungen mit. Das ist nicht von mir. Was rein, tja. Aber vielleicht lässt sich Terry auch einfach leichter laddern als andere Charakter. Wir haben auch 140% bei Mario. Slipknot. Oh! Whale hat aber nichts gemacht irgendwie. Oh! Slipknot 2 mit Q2 F-Tilt, da war es gerade. Smash? Okay. Ein bisschen Space machen hier. Boah, weg, ja. Weggedrifft und F-Tilt? F-Tilt? Ja, aber durchgeherdeutsch. Ja, ihr wusstet auch, dass F-Tilt kommt. Oh, ja, ein bisschen kurz. Ich glaube, wir müssen eigentlich Byte machen. Aber kein Bike auf Stage. Byte. Oh, oh, er macht den Flat-Check. Oh, F-Smash. Da ist noch nicht ganz. Oh, guter Tag. Die Upsmash Holding. Way im Lead, holy fuck. Oh, warte. Ja, hat sich das gut zurückgeholt, aber der Lead ist auch noch nicht groß, also noch kein Bonusprozente hier. 5% trifft den Fireball. Aber Wario, oh, gleicht aus und even, 1, 1. Aber mit Warft. Also da muss man aufpassen. Beide Charakter können, wenn sie das richtige Opening bekommen, ganz schnell den Stock holen. Deswegen beide erstmal auf Tuchfühlung wieder. Oh, oh, nice Back, er holt die Stage-Controller. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Ja, reicht, er wartet noch ein bisschen. Er war Schöner Command Grab. Oh. Oh. Was ist da passiert? Mario hat Invincibility am Anfang von AP. Und ja, hat hier Super Armor gegen Invincibility. Nichts passiert. Muss hier die Early AP machen und wird dann vom F-Tilt getroffen. Ich würde behaupten, dass Slipknot 30% seiner Kills mit F-Tilt macht.
Ich meine, vielleicht sogar mehr. Womit soll Wario sonst holen? Du hast halt Down-Tilt, Dash Attack hast du. Du hast Back Air Raw, F-Tilt und Waft. Und die Schmiss. Ja, Up-Smash. Also Up-Smash, aber ich meine, F-Smash siehst du eigentlich fast nie. Down-Smash killt, glaube ich, auch nicht wirklich gut. Weil Down-Air killt auch gut und Up-B. Down-Air mit an der Ledge. Aber wir haben jetzt Slipknot noch nicht so viel für Edgeguards gehen sehen. Also auch nicht mit dieser Down-Air. Ist halt natürlich schwierig gegen Mario mit der Frame 3 AP. Kann natürlich auch mit Cape immer sein Landing stallen. Ja. Das ist. Okay. Und ich glaube, Slipknot fühlt sich eigentlich auch ganz komfortabel, einfach Neutral zu spielen. Man muss auch nicht Edgeguarden. Also Ledge Trapping ist fast genauso effektiv wie Edgeguarding. Das reicht sein Lied einfach weiter aus. Oh, das ist eine interessante Cape-Interaktion. Clap, clap, clap. Oh! Das war ein Mix-Up. Also ich weiß nicht, ob das ein Miss-Input war oder ein Mix-Up. Ich habe es heute häufig genug gesehen, um sagen zu können, dass es kein Miss-Input mehr ist. Okay, dann ist das vielleicht irgendein random, irgendein Special Air-Dodge-Catch oder so. Hey, wieder mit dem hohen Abi. Oh, zweimal Neutral Get-Up, wird hier zweimal gepunished. Einmal von dem Command-Grab, einmal vom normalen Grab. Oh, Parry, keine Follow-Up. Oh, gefährlich. Okay. Macht hier eine Beefy Upy. Und plötzlich sind beide Kill-Percente. Oh, Footstool. Aber er hat den Triple Jump. Keine. Verzieht nicht mal eine Miene hier. Der ist eiskalt einfach. Alles. Oh, die Rollen hat er gelebt. Ja, was? Auf Smash? Kommt jetzt auf Smash und Mario? Ja. Also Slippy guckt, glaube ich, auf Bär. Passiert hier ein bisschen. Oh, die Dash Attack. Einfach Dash Attack, eiskalt. Ist gut. Ist an sich auch mega anzählt. Oh, das Schild, ganz klein. Jetzt nicht schön. Muss die Dash Attack kommt drauf an, ob du den Late Hit kriegst oder den Early, aber. Erstmal. Ab erst, 60%. Oh, nice Bite. 71, also das ist ein ordentlicher Lead, selbst wenn Slippy jetzt den Stock verliert, aber. Braucht das jetzt ab. Backthrow, okay, glaube ich. Noch. Ich glaub, nee. Ja, oh, ja, okay, sehr gut. Gute DI. Ja. Also Slippy nimmt sich hier. Lässt sich den Stock hier gönnen hier. Nimmt sich hier 96. Nice. Oh, fast okay. Eine Backer. Ja, sweet einfach. Okay, also das Momentum ist ganz stark auf Slippys Seite und ist dann für einen Spieler wie Whale, der selber sehr momentumbasiert ist, sehr schwierig zurückzukommen. Sweet. Oh. Sweet. Natürlich das Heiß von Mario. Man Full Rage, Warft, an der Ledge. Kannst du es updaten? 2-0. Du musst Enter drücken. 2-0. Das ist, ja. Ist das Loser Semi? Das ist das Loser Semi. Loser's Final, also der Gewinner davon wird gegen Justin spielen. Ah, gegen Justin, okay. Achso, Justin hat gegen Lucky verloren. War ein sehr close Match. Hättest du Justin auch genauso gut gewinnen können. Okay, aber Way holt jetzt erstmal wieder den Wedding-Suit raus, mit dem er gegen. Wie war das? Hat er das Comeback geholt? Weiß nicht. Nippen? Nee. JMD? Gegen JMD, genau. JNK. JNK. Okay. Also, das ist sein. Up-air. Sein Comeback-Skin. Hat jetzt erstmal den Lead, was aber nicht so viel heißen muss. Nice Read eigentlich. Back Air into Spot Touch AP. Also. Muss jetzt halt den Kill auch holen. Up Smash reicht glaube ich noch nicht. Oh, der Steck. Hat gemischt. Okay, jetzt aber. Der. Oder Bike ab. Okay. Sehr viel Shield Damage. Cool. Sieht man auch nicht so oft. Okay, da zeigt er den ersten Up-Smash. Eins. Ja, ist der erste von vielen, der da kommt. Also, wenn man so ein bisschen Statistiken macht, Up-Smash ist, glaube ich, der solideste oder der
Most Consistent Kill Move von Whale. Auf jeden Fall. Oh. Oh, Down Air fällt raus. Oh, schöne Pivot Kill. Nein, Forward-Throw killt nicht. Der Forward-Throw ist recht schwach von Mario. Und ja, der Backthrow wird across the stage nicht chillen. Die Dash Attack durch die Spike durch. 182%. Also Backthrow killt von Mario vielleicht nicht am anderen Ende. Doch, jetzt killt's. Okay, das ist der Stuck. Ist auch ganz wichtig, damit, weil Whale sah schon ein bisschen erneut aus. Weil er hat halt den Lead, er hat es gut gespielt und er hat halt eine kurze Lücke gelassen und Slippy nimmt sich gleich den Stock für. Wenn man so einen Graphen machen würde, so wie viel Prozent hast du gemacht? So Ray 500, Slippy 200. Ja, aber da darf man sich halt, da darf man sich nicht von beeindrucken lassen. Also man, ich meine natürlich, Skill in dem Game ist auch zu killen. So. Ja, vor allen Dingen, du darfst dich nicht drauf konzentrieren. Also wenn ich zum Beispiel hier bei 116. Oh, sehr gut. Zero Death. Aber jetzt, wenn du bei 116 bist und den Kill nicht kriegst, solange du selber nicht gehittest, wirst, ist alles okay. Dann ist es egal, ob du bei 200 den Kill kriegst oder bei 100. Deswegen, man darf auch nicht zu gierig sein auf den Kill. Da muss man sich einfach selbst vertrauen. Oh. Gut gesprochen beim Terry Main. Vor allen Dingen nicht. Oh, okay. Escape? Interessant. Hätte Cape getroffen, der ist dann dead gewesen, aber. Wer könnte. Ich glaube schon, ja. Also wenn er dann reversed worden wäre mit Up B, Freefall. Nice DI. Okay. Fast ein ganz. Oh, wir haben einen ganzen Stock-Lead von Whale. Morph ist drin. Technically sind sie even. Technically even, ja. Oh, dann. Naja, noch ist er im Vorteil. Erst wenn er den Stock verliert, ist even. Weil wenn Slippy will diesen Stock garantieren, ja. Also möchte den Warft für den nächsten Stock aufheben. Das heißt 120% von Slippy. Ja, Backthrow killt jetzt langsam von Mario in der Ledge. Lass er down schöne, schöner Tomahawk. Doppelbär. Hintereinander. Okay, okay. Was wird sein? Was wird sein? Upsmash, sagt er. Der Upsmash kommt. Oh, okay. Reflektiert das Schild. Den Fireball mit dem Schild. Geht das? Ich glaube noch nicht. Ja, okay, das reicht noch nicht. Ah, jetzt aber Stale. 172. Das haben wir geklingt. Oder war Upsmash? Forward Throw. Oh, macht hier. Er wollte die Prozent einfach haben, das hoffe ich nicht. Ja, also er Pummel unstaled ja auch die Throws. Das ist richtig. Das ist ja nicht schlecht. Und er hat keinen Kill, er hat eh keinen Kill gehabt. Oh, Spotter Stone Smash. Okay, und Whale macht 2-1. Oh, Down Smash gibt es. Ein Luigi müsste eigentlich kommen. Luigi, warum Luigi? Ist auch. Oh, ja, das gleiche. 2-1. Whale okay. Hat sich gesagt, ich bin noch nicht raus. Also, wenn Whale so weiterspielt, ist. Kann er vielleicht das Reverse 3-0 holen? Hatten wir schon einige davon? Hatten wir schon einige, ja, ich wurde selber Reverse 3-0 von Mylon. Shoutouts. Ich würde sagen, Reverse 3-0 ist immer so eine Ansage in die TUs, so ich hasse euch. Oh, wir sind eigentlich recht okay, wieder PS2. Gut durch, oder? Also Counter-Stage von Ray und Slippy ist identisch. Natürlich, beide Charaktere haben ihre Vorteile auf dieser Stage. Also, wir werden halt keine Triplets picken. Also Slippy wird die bannen oder halt selber nicht picken. Und Small Battlefield ist Slippy wahrscheinlich zu wenig Platz. Mal sehen, ob Slippy jetzt das Game finishen kann. Ich meine, er sah heute sehr shaky aus. Wurde ins Losers geschickt von AutoCut, glaube ich. Von AutoCut, ja. Ist leider auch Stream passiert, aber hat sich auch gut gefangen, weil AutoCut ist raus und er ist noch hier in Losers Stream. Das ist richtig, ja. Ah, ich meine, Slippy ist einfach so erfahren. Der hat. Schon der zweite Jablock heute. Der in den Jab reinlandet. Oh, was ist los? Wir haben keinen Sound mehr plötzlich. Wir haben kurze technische Störung. Sounds wieder da, klar, was passiert ist. Kannst du mir nicht erklären. Aber jedenfalls sind wir wieder back. Aber Gang geht weiter, beide über 100%. Geht einfach. Oh, und die Back Air. Trifft hier den Jumpscare da. Das ist natürlich böse. Ray ist für den Let's Jump gegangen und wurde dafür gepunished für die aggressive Option. Ja, ich meine, wenn es nicht funktioniert, dann verlierst du halt die Stage Control. Oh, zwei Spike. Ja, Backer. Okay, ja. Slippy wartet.
Geht einfach ins Stage rein. Lässt sich da einfach gar nicht pressern von dieser Back-Air. Oder von der gefretteten Back-Air. Geht aufs Bike, spiked es ein bisschen, lässt es wieder fallen. Was die kommt jetzt? Schindet. Ja, kommt noch ein bisschen bis Waft. Oh, ganz, ganz knapp. Oh, das Bike. Betrayal. Ich könnte jetzt sagen, hätte das Bike wohl nicht genommen, wäre es jetzt... Oh, okay. Misst ihr den Waft Confirm? Ist auch bei 51, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gekillt hätte. Was uncharakteristisch. Er ist vielleicht in die richtige Richtung gegangen, ja, aber nicht in beide, auf jeden Fall. Also sag mal, wenn er Early Waft nutzt, kann er vielleicht in dem Game noch einen zweiten Waft kriegen. Oder halt ja, einen Half Waft. Und Half Waft ist zum Teil sogar besser inzwischen, weil du bessere Confirms hast. Echt? Ja, also Full Waft ist langsamer als Half Waft. Das war's mit. Aber kommt ist oh! Die iMixer fast gekillt. Oh, ich möchte anmerken, Bay schafft es sehr gut zwischen seinen Up-Airs Turn zu runden. Weil normalerweise, normale Mario-Player würden mit Up-Air finishen, aber er schafft es mit Down-Air. Ja, Down-Air ist halt ein... Das catch halt den Neutral-Air-Dodge meistens. Und das DI ist halt... du kannst es halt nicht sehen, in welche Richtung du die eilen musst. Und manchmal, wenn du falsch die eilst, dann stirbst du halt super früh. Und hast, oh, nice Apple. Hast dann natürlich auch die Option, schneller zu agieren. Wenn du ab hier deine Combo finisht, ja, dann bist du free call. Ja. Dann ist dein Advantage halt weg. Okay, Down Smash. Holt hier nicht richtig den Kill. Kein Bike. Schafft er seine Stage-Kontrolle zum Kill zu confirm? Nein, macht einen Ausmisch. Ja, also. Slippy lässt sich nicht pressuren von diesen Neutral Jumps. Hat gar keine Angst vor diesem Back Air. Und, ich glaube, Back Air killt doch gar nicht, deswegen. Whale hat halt nicht gezeigt, dass er den Back Air auch kann, also dass er da reingeht jetzt wirklich mit dem Back Air. Und Slippy callt das einfach auf. Ich meine, Slippy hat keinen Grund reinzugehen. Das Einzige, was passiert, dass er von Mario ab Smash getroffen wird. Er kann seinen Warp einfach weiter stacken und solange Whale nicht an CF reingeht, muss er nicht committen. Guck, er muss mit dem Game nicht hintergehen. Dann safe fair, tradet ein bisschen Prozente. Oh, Warf ist ab. Oh, sehr oh, schön. Attack Chase, oh, sehr schön. Hier 70%. Way Tournament Star. Way Tournament Star. Nice. Gegen Warf, gegen Full Warf, das ist schon scary. Also ich möchte nicht in seiner Position sein. Also schon, dann wäre ich mindestens Vierter. Da ist was dran. Okay, der steigt 100% Mario. Oh, und er covert die Rolle. Eiskalt von Mario einfach. Und dazu gibt es ein... Oh! Nein! Nein! Sui! Sui! Sui!